Guten Morgen! Als ich Ende Dezember angefangen habe mit der Rohkost, dann kam mir der Gedanke, alle sagen immer im Winter, das ist die schlechteste Zeit mit der Rohkost anzufangen. Jedoch meine Ungeduld war so stark, dass das trotzdem durchzuziehen. Aber erst jetzt nach 3 Wochen Reflexion und Nachdenken darüber, dass ich angefangen habe, wird mir eigentlich bewusst, dass es viel besser ist, im Winter damit anzufangen. Und das möchte ich euch heute vorstellen und euch motivieren und anregen, darüber nachzudenken, ob das bei euch vielleicht ganz genauso ist. Der erste Grund ist, dass man gerade am Anfang einer Umstellung noch von der Euphorie getragen wird und entsprechend viel mehr Entbehrungen erträgt als im späteren Alltag. Entsprechend ist die schwierigste Zeit eben die beste Zeit. Gerade dann, wenn die schwierige Zeit jedes Jahr wiederkommt und man sie perspektivisch sowieso nicht vermeiden kann. Daher direkt am Anfang klären, ob man in dieser Jahreszeit mit der Rohkost leben kann. Der zweite Grund ist, dass es immer leichter wird, umso länger die Umstellung dauert, was ja normalerweise vielleicht immer schwerer wird, da die Auswahl Richtung Sommer immer mehr zunimmt. Ab April kommen quasi jede Woche neue Früchte und Gemüsesorten hinzu und auf die man sich freuen kann und auch die Auswahl erweitert. Der dritte Grund, man lernt die saisonalen Sachen viel besser kennen, da man aufgrund der Begrenztheit des potenziellen Einkaufs eine viel höhere Aufmerksamkeit im Winter hat und im Frühling. Und gerade bei saisonaler Ware lernt man so über das gesamte Jahr die Gemüse- und Obstsorten der eigenen Region kennen. Und wenn man saisonal und regional einkauft, das mal als kleiner Exkurs, dann kauft man ja auch viel billiger ein und dann schult man auch seine Kreativität, weil man ja quasi alles Gemüse und alles Obst über das Jahr verteilt, ja, gebraucht und benutzt, was angeboten wird. Und gibt auch den Körper zur entsprechenden Jahreszeit immer genau das, was er braucht. Der vierte Grund, warum man mit Winter mit der Rohkost anfangen sollte, das ist wirklich sehr, sehr persönlich für mich. Aber vielleicht trifft es ja für den einen oder anderen zu. Mein Lieblingsobst, die Orangen, und mein Lieblingsgemüse, der Grünkohl, die haben beide Saison. Und von daher war es für mich eigentlich nur logisch, dass ich im Winter anfangen musste. Apropos Saison. Ich war gestern wieder im Garten, weil der Boden nun ein bisschen aufgetaut ist und ja, möchte euch nun mal Mitte Januar meine Ernte kurz zeigen und das ohne Frühbeeten, ohne Gewächshaus und ohne gärtnerisches Know-how. Bitte. So, da sagt man doch mal, im Winter, da gibt es nichts im Garten zu ernten. Ich war gerade im Garten und es ist halt echt so viel im Garten, was du schon ernten kannst, was du essen kannst. Eigentlich totaler Quatsch zu sagen, im Winter kannst du nichts ernten. Also zum einen ist natürlich hier total viel Topinambur. Das heißt, die Knollen, ich habe euch ja schon mal ein Video dazu gemacht, Topinambur, das ist einfach genial. Keine Pflege brauchst du dafür und du wirst richtig satt und es ist halt Rohkostqualität. Also du kannst sie rohköstlich essen, meine ich damit nicht Rohkostqualität, aber du kannst halt rohköstlich essen. Davon habe ich halt bestimmt 1 Kilo geerntet. Dann natürlich Grünkohl ist natürlich zu ernten in allen möglichen Facetten, also sowohl als Schwarzkohl wie hier, der natürlich auch Grünkohl ist, als normaler Grünkohl. Dann hier Sellerie, dann Vogelmiere, ist natürlich ohne Ende. Winterpodulak, was haben wir hier? Auch eine Art von Grünkohl, der Red Kale. Also das ist halt echt total viel, was du im ganzen Winter über ernten kannst. Und also es ist, wenn du einen Garten hast, du kannst das ganze Jahr lang wirklich Zeug ernten. Und gerade jetzt geht es halt mit Winterpodulak los. Das ist halt, und Vogelmiere, die wachsen halt auch im Winter. Und entsprechend, ich kann es nur noch mal sagen, holt euch einen Garten, das ist mega genial. Und als zweites Video möchte ich heute mein neues Dörrgerät zeigen, was aber noch keine Rezension sein soll, sondern nur das Teilen des ersten Eindrucks mit euch. Das ist also das neue Dörrgerät. Vom Aufbau her ist das diesmal viereckig und nicht rund. Und es hat 8 solche Einschübe. Und die sind durchlässig. Das heißt, wenn ich hier Fruchtlied oder sowas machen muss, brauche ich noch Backpapier. Beziehungsweise da gibt es so dauerhaftes Backpapier, das habe ich schon bestellt, ist aber noch nicht da. Auf jeden Fall 8 solche Einschübe. Kann man die eigentlich auch komplett rausnehmen? Jo, gehen auch komplett raus. Genau. Und ja, und hier hinten kann man die Temperatur einstellen. Von 35 Grad bis 68 Grad. Die Qualität sieht man schon hier. Schaut mal. Das überlappt ein bisschen, hier überlappt es nicht. Das heißt, die Regelung, naja, qualitativ
Naja, man kann sehen, ob das Ding funktioniert. Man muss sehen, es kostet 99 Euro. So vergleichbare Excalibur oder Sedona, die kosten 400 Euro. Das ist schon ein massiver Unterschied. Und man hat ja 2 Jahre Garantie. Das heißt, 2 Jahre muss es auf jeden Fall durchhalten. Und ja, schauen wir einfach mal. Ich wollte es euch bloß mal kurz vorstellen, wie es aussieht. Dass es halt ja, ein viereckiges Gerät ist. Und ich bin sehr gespannt auf meine ersten Versuche. Das soll es für heute gewesen sein. Ich wünsche euch einen schönen Start ins Wochenende und kann euch nur noch einmal animieren, darüber nachzudenken, ob vielleicht jetzt genau der richtige Start ist für euch, ja, um mit der Rohkost anzufangen. Gemeinsam macht es doch einfach immer mehr Spaß. Am Wochenende kommt auch mein Trauben-Topinambur-Rezept, was auf dem Rohkost-Potluck ziemlich polarisiert hat. Die einen haben gesagt, es schmeckt sehr lecker, die anderen haben gesagt, es ist sehr interessant. Das bedeutet auf einem Rohkost-Potluck, es hat nicht geschmeckt. Und das ist wirklich sehr speziell, das Rezept. Ich hätte gar nicht gedacht, dass es so speziell ist, aber der Topinambur-Geschmack an sich ist, glaube ich, den vielen noch unbekannt. Und entsprechend, dieses Rezept werde ich morgen oder am Sonntag euch präsentieren. Und ich bin mir relativ sicher, dem einen oder anderen wird das total gut gefallen. Für mich persönlich ist es das beste Rezept, was ich je gemacht habe. Vom Geschmack her. Es ist nicht besonders ausgefeilt, aber geschmacklich ist es einfach, es ist einfach ein Geschmack, den ich bis dato nicht kannte. Und ja, das hat mich einfach total umgehauen und ihr könnt auf jeden Fall gespannt sein und ich bin auf eure Reaktion gespannt, wer das nachmacht. Das ist relativ leicht nachzumachen und wie das dann schmeckt. Wie gesagt, es war sehr polarisiert. Gut, ich möchte euch nicht weiter vom Start ins Wochenende abhalten. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut, euer Christian. Tschüssi.